Lindsay Elizabeth Busiek war eine kanadische Immobilienmaklerin, die am 2. Februar 2008 bei einer Immobilienbesichtigung in Saanich, einem Vorort von Victoria in British Columbia, ermordet wurde. Die Identität der angeblichen Kunden, denen sie die Immobilie zeigte und die die Hauptverdächtigen in ihrem Mordfall sind, bleibt unbekannt. Bis heute ist der Mord an Lindsay noch immer nicht aufgeklärt. Lindsay Busiek wurde am 2. November 1983 geboren. Ihr Vater Jeff Busiek arbeitete als Immobilienmakler und ihre Mutter Evelyn Reitmeier war Hausfrau und Mutter. Im Jahr 1986 wurde Lindsays Schwester Sarah geboren. Laut der Aussage ihrer Mutter war Lindsay sehr gesellig, hat aber auch eine schüchterne Seite und klammerte sich gerne an ihre Mutter. Die Familie verbrachte die Sommer in Lake Cowichan, wo sie einen Wohnwagen auf einem Wohnmobilstellplatz hatte. Sarah erzählte, dass sie sich gerne an die Zeit am Lake Cowichan erinnere und schwimmen lernte, weil sie mit ihrer Schwester mithalten wollte. Sowohl sie als auch ihre Mutter beschrieben Lindsay als hilfsbereit gegenüber anderen. Als Lindsay sah, wie ein Junge in der Schule schikaniert wurde, setzte sich ihre Tochter laut Reitmeier für ihn ein. Mitte der 1990er Jahre ging ihre Ehe aber in die Brüche. Nach der Trennung wurde Reitmeier das alleinige Sorgerecht für die Töchter zugesprochen und Anfang der 2000er Jahre zog ihr Vater Jeff nach Calgary, Alberta, wo er seither lebt und als Immobilienmakler tätig ist. Als sie 18 Jahre alt war, begann Lindsay eine Beziehung mit Matt McDuff. McDuff sagte in der Sendung Dateline, dass er und Lindsay eine stürmische Beziehung hatten, obwohl er bestritt, ihr gegenüber jemals körperlich gewalttätig gewesen zu sein. McDuff war zum Zeitpunkt von Lindsays Ermordung in einer anderen Beziehung und bestritt in seinem Interview mit Dateline, etwas mit ihrem Tod zu tun zu haben. Lindsays Beziehung zu McDuff endete etwa Mitte 2006. Laut Dateline hatten sie vor dem Mord monatelang keinen Kontakt zueinander gehabt. Irgendwann konzentrierte sich Lindsay auf eine Karriere im Immobilienbereich. Sie schrieb sich an der UBS Saunders School of Business für das Fach Immobilienhandel ein und erhielt von einer Frau namens Helen Jones in Victoria Hilfe in Mathematik. Bei Jones' Workshop im Jahr 2005 traf Lindsay auf einen Mann namens Jason Zalung, den sie aus der Stadt kannte und der früher Hockey gespielt hatte. Lindsay bestand ihre Immobilienprüfung im Juni 2006 und wurde damit eine von 20 Immobilienmaklern im Großraum Victoria, die unter 25 Jahre alt waren. In den nächsten anderthalb Jahren arbeitete Lindsay für ein Immobilienunternehmen namens Maverick, das Reihenhäuser in Westshore vermarktete. Die Wege von Lindsay und Jason kreuzten sich immer wieder, als Lindsay die Zulassung erhielt. Nach Aussage von Lindsays Freundin Vicky Mackey war Lindsay von den Zalos beeindruckt. Jason Zalo gehörte zu einer prominenten und wohlhabenden Familie, die ein erfolgreiches Immobilienunternehmen besitzt. Schließlich kam Lindsay zu dem Unternehmen Remax Camosun, demselben Maklerunternehmen, das auch Shirley, Jasons Mutter, Jason selbst und Ryan Zalo beschäftigte. Sie und Jason kamen dann irgendwann zusammen und zogen in eine Einzimmer-Eigentumswohnung in der Nähe des Hafens, die der Familie Zalo gehörte. Nachdem sie bei Remax angefangen hatte, war Lindsay an 8 Immobilientransaktionen beteiligt, die insgesamt 3,2 Millionen Dollar einbrachten. Am 15. Dezember 2007 besuchte Lindsay ihren Vater in Calgary und teilte ihm mit, dass Jason nicht den gleichen Ehrgeiz wie sie zu haben schien. Auch anderen Freunden, darunter Vicky Mackey, erzählte sie, dass sie in der Beziehung nicht glücklich sei und eine Trennung in Erwägung ziehe. Jason bestritt nicht, dass er und Lindsay Beziehungsprobleme hatten, sagte aber, dass ihre Beziehung seines Wissens nach nicht am Ende war. Sarah Busiek, ihre Schwester, beschrieb die Beziehung aber eher positiv und sagte, dass das Paar ihr glücklich erschien und Jason sie gut behandelt habe. Am Freitag, dem 1. Februar 2008,
erhielt Lindsay einen Anruf von einer ihr unbekannten Telefonnummer. Bei dem Anruf handelte es sich um eine Frau mit starkem Akzent, die offenbar am Kauf eines Hauses interessiert war. Lindsay beschrieb den Akzent später als spanisch oder mexikanisch. Die Anruferin nannte zwar einen Namen, aber Lindsay hatte den Namen nirgendwo in ihren Notizen vermerkt. Die mysteriöse Anruferin erklärte, dass ihr Mann von Vancouver nach Victoria versetzt werde und sie ein brandneues Haus im Wert von 1 Million Dollar bräuchten. Sie wollte sich am nächsten Abend um 17.30 Uhr treffen, einige Häuser besichtigen und dann sofort einen Kauf tätigen. Als Lindsay die Anruferin fragte, wer sie vermittelt hatte, sagte sie wohl, dass es sich um einen Freund ihres Mannes handelte, heißt es zumindest in den Gerichtsunterlagen. Nachdem sie aufgelegt hatte, speicherte Lindsay die Telefonnummer der Frau als Million Dollar in ihrem Telefon und begann, nach Immobilien zu suchen, die sie zeigen wollte. Obwohl die Aussicht auf einen so großen Verkauf so früh in ihrer Karriere Lindsay begeisterte, fand sie den Anruf laut Gerichtsdokumenten auch irgendwie seltsam und im Laufe der nächsten 24 Stunden schienen ihre Bedenken stetig zu wachsen. Ich werde im weiteren Verlauf dieses Videos der Einfachheit halber nur noch von einer Person sprechen. Die Polizei geht davon aus, dass die Person, die im Besitz des Telefons war, mit dem Lindsay angerufen wurde, direkt in den Mord verwickelt ist und als dringend tatverdächtig gilt. Auf der Webseite der Saanich Police Department werden die angeblichen Kunden, mit denen sich Lindsay schließlich traf, als noch nicht identifiziert beschrieben. Im Jahr 2009 veröffentlichte die Polizei dieses Phantombild der verdächtigen Frau. Einige Zeit nach dem ersten Telefonat mit Lindsay bewegte sich das Telefon, mit dem sie kontaktiert wurde, von Vancouver in den Großraum Victoria. Etwa zur gleichen Zeit ging Lindsay ihren Abendaktivitäten nach. Sie ging spazieren und aß mit Shirley Zalo zu Abend, während Jason Hockey spielte. Als Shirley in der gemeinsamen Wohnung des Paares ankam, betrat sie gerade noch rechtzeitig den Flur, um das Ende eines Telefongesprächs zwischen Lindsay und der mysteriösen Anruferin mitzubekommen. Nach dem Anruf gingen Lindsay und Shirley zu Fuß in die Innenstadt, bis sie dann in einem Sushi-Restaurant landeten. Shirley sagte, dass sie wiederholt anbot, die Häuser in Lindsays Namen zu zeigen, doch sie lehnte ab. Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass die Polizei davon ausgeht, dass die Person, die das Telefon besaß, mit einem Schiff von British Columbia Ferries ankam, bevor sie nach Süden in die Stadt reisten. Laut dem Nachrichtenportal CTV Vancouver Island kam das Telefon, mit dem Lindsay kontaktiert wurde, in der Nacht vor dem Mord in Victoria an und wurde von einem Mobilfunkmast in der Nähe der Innenstadt gepingt. Jason kam spät in der Nacht vom Hockeyspielen zurück und laut Gerichtsdokumenten sprach er und Lindsay über die für den nächsten Tag angesetzte Besichtigung. Er beschrieb die Stimmung seiner Freundin als eher neugierig und nicht als ängstlich und fragte sich, warum der Anrufer gerade sie ausgewählt hatte, eine neue Immobilienmaklerin mit wenig Erfahrung. Jason sagte, er habe ihr dasselbe Angebot wie seine Mutter gemacht, nämlich die Besichtigung für sie zu übernehmen, weil Lindsay vorhatte, an der Junggesellenparty ihrer Freundin teilzunehmen. Irgendwann am nächsten Morgen rief der ominöse Kunde Lindsay und Jason zu Hause an. Jason sagte, Lindsay sei nicht zu Hause und fragte die Frau, ob sie Lindsays Handynummer haben wolle, was die Frau dann auch bejahte. Gegenüber der Polizei beschrieb Jason die Anruferin mit einem gebrochenen spanischen Akzent. Die Polizei geht davon aus, dass es irgendwann ein 10-minütiges Telefonat zwischen Lindsay und der verdächtigen Person gab. Die Anruferin hatte Lindsay mehrere Vorgaben für die Besichtigung gemacht, unter anderem, dass sie einen separaten Bereich für eine Haushälterin haben wollten. Lindsay entschied sich offenbar für das Haus in Gordonhead, weil es den angeblichen Kriterien und dem Budget der Anruferin entsprach, die Lindsay in ihrem Terminkalender notiert hatte. Die Polizei geht heute davon aus, dass der oder die Verdächtigen im Vorfeld nach Gordonhead gereist sein könnten, um sich schon mal in der Gegend vertraut zu machen, um zum Beispiel eventuelle Fluchtwege zu planen. Gegen 14 Uhr am nächsten Tag war Lindsay in der Hauptgeschäftsstelle von Remax Camosun.
Laut den Dokumenten war Lindsay, Zitat, ausgeflippt und bat zwei Empfangsdamen, den Namen und die Telefonnummer des seltsamen Anrufers in der Datenbank des Unternehmens zu suchen. Aber es gelang ihm nicht, eine Übereinstimmung im Großraum Victoria zu finden, die mit den angegebenen Informationen übereinstimmte. Ein anderer Kollege, Cal Faber, sagte gegenüber Capital Daily, er habe Lindsay dabei belauscht, wie sie mit einer kleinen Gruppe von Kollegen über ihren neuen Kunden sprach. Faber, der ein ehemaliger RCMP-Offizier ist, sagte, dass er und andere, die Lindsays Geschichte hörten, ihr anboten, sie zu der Gordon-Head-Adresse zu begleiten. Aber Lindsay sagte ihnen, sie sollen sich keine Sorgen machen, denn Jason würde kommen. Gegen 15 Uhr traf sich Lindsay mit Jason zum Mittagessen in einem Restaurant am Innenhafen. Jason erzählte dem Nachrichtenportal Capital Daily, dass er sich daran erinnerte, wie Lindsay schnell aß und ihm Prospekte von Immobilien zeigte, die sie dem geheimnisvollen Paar danach zeigen wollte. Jason sagte, er habe Lindsay erneut angeboten, ihr die Immobilie zu zeigen, und sie habe erneut abgelehnt. Nach dem Mittagessen ging Lindsay nach Hause, um sich umzuziehen, und Jason ging zu einem Treffen bei SHC Autographics, einer nahegelegenen Autowerkstatt. Während der Besprechung erhielt Jason mehrere Anrufe von Cohen Oatman, einem Freund und Arbeitskollegen, der in der gleichen Eishockeymannschaft wie er spielte, während Lindsay auf den Junggesellenabschied ihrer Freundin in Vancouver war, freute sich Jason darauf, Hockey zu spielen und ein paar Bierchen zu trinken, wie Oatman der Polizei später mitteilte. Kurz nach 17 Uhr fuhr Oatman zur Autowerkstatt, ließ sein Auto stehen und stieg in Jasons Range Rover ein. Jason sagte, er habe einen Anruf von Lindsay erhalten und wolle nach ihr sehen. Oatman stimmte zu, ihn zu begleiten. Laut Gerichtsdokumenten schickte Lindsay Jason eine SMS mit der Adresse, wo sie hin wollte, und bat ihn, ihr zu folgen. Kurz vor 17.30 Uhr kam Lindsay in besagter Adresse im Gordon Head an. Die Sackgasse, D'Souza Place und das Haus, das Lindsay zeigen wollte, waren beide so neu, dass sie nicht auf dem GPS von Jasons Range Rover angezeigt wurden. Gegen 17.30 Uhr rief Jason Lindsay an und fragte nach dem Weg. Sie wollte ihm gerade eine Wegbeschreibung geben, als die Kunden auftauchten. »Ich muss los«, sagte sie, »sie sind da.« Bevor er auflegte, bat Jason Lindsay nochmals, ihm die Wegbeschreibung per SMS zu schicken. Etwa zur gleichen Zeit sahen mehrere Augenzeugen, wie Lindsay einem Paar die Hand schüttelte. Er war groß, hatte dunkles Haar und trug eine lange Lederjacke. Sie hatte kurzes blondes Haar und trug ein auffälliges schwarz-rotes Kleid. Lindsay ließ die beiden ins Haus und die Führung begann. Nach ein paar Minuten setzten sie die Führung im Obergeschoss fort. Währenddessen schickte Lindsay Jason eine SMS mit einer Wegbeschreibung zu dem Haus. Jason machte sich also auf dem Weg zu dem Haus und rief in der Zwischenzeit seinen Bruder an. Das Hauptschlafzimmer des Hauses befand sich am oberen Ende der Treppe, und als Lindsay sich umdrehte, um das Badezimmer zu zeigen, wurde sie von hinten mit einer scharfen Waffe niedergestochen. Sie starb kurze Zeit später an massivem Blutverlust durch mehrere Stichwunden im Ober- und Unterkörper. Der Angriff, der gegen 17.41 Uhr stattfand, löste einen Hosentaschenanruf bei einem Freund aus, mit dem Lindsay nicht regelmäßig in Kontakt stand, was zu einer undeutlichen Sprachnachricht führte. Unmittelbar nach dem Angriff verließen die Verdächtigen den Tatort. Laut Gerichtsdokumenten wurde im Treppenhaus eine Spur blutiger Fußabdrücke gefunden. Der oder die Verdächtigen waren gerade dabei, ihre Schuhe wieder anzuziehen, um den Tatort durch die Vordertür zu verlassen, als Jason und Oatman auftauchten und den Mann im Scheinwerferlicht des Range Rovers erblickten. In dem Glauben, die Vorstellung habe gerade erst begonnen, fuhr Jason am Haus vorbei, und der Mann, der sich im Inneren vor der Eingangstür befand, wich zurück und wollte durch den Hintereingang das Haus verlassen. Da Jason sagte, Lindsay habe ihn gebeten, sich nicht bemerkbar zu machen, um die Vorführung nicht zu stören, wendete Jason in der Einfahrt eines im Bau befindlichen Hauses in der Nähe und verließ die Sackgasse, um in einiger Entfernung zu parken. Jason sagte später bei der Polizei aus, er habe keine Anzeichen von Bewegungen im Haus gesehen.
Er schrieb Lindsay eine SMS und fragte sie, ob es ihr gut ginge, aber sie antwortete nicht. Nach ein paar weiteren Minuten sagte Jason, dass er seinen Range Rover wieder näher an das Haus heranfuhr und versuchte, sie anzurufen. Lindsay ging nicht ran. Gegen 18 Uhr, nachdem Lindsay nicht geantwortet hatte, stiegen Jason und Oatman aus dem Fahrzeug aus und gingen Richtung Hauseingang. Die Tür war verschlossen und Jason sagte, er habe wiederholt an die Tür geklopft und geklingelt, aber niemand habe geantwortet. Es gab noch eine andere Tür an der Seite des Hauses, doch auch die Tür war verschlossen. Jason fragte also Oatman, was er tun solle und ob er ein Fenster einschlagen solle, aber schließlich haben sich beide dazu entschlossen, die Polizei zu alarmieren. Um 18.05 Uhr wählte Jason den Notruf, erklärte die Situation und fügte hinzu, dass er Lindsay zum Haus gefolgt sei, weil sie Angst hatte. Zur gleichen Zeit entdeckten sie eine Reihe offener Flügeltüren, die von der Küche und dem Essbereich in den umzäunten Hinterhof führten und den die Täter wahrscheinlich auch als Fluchtweg genutzt hatten. Jason half Oatman über den Zaun. Dieser rannte durch den Hof in das leere Haus und schloss die Haustür von innen auf. Im Flur angekommen, teilten sich Jason und Oatman auf. Oatman nahm das untere Stockwerk und Jason rannte die Treppe hinauf und rief Lindsays Namen. Auf halbem Weg die Treppe hinauf konnte er bereits sehen, dass Lindsay an die Schlafzimmerwand gelehnt auf dem Boden lag. Laut Gerichtsdokumenten lag Lindsay in einer großen Blutlache. Oatman, den Jason herbeigerufen hatte, rief um 18.11 Uhr ein zweites Mal den Notruf an und erklärte, dass sie sofort einen Krankenwagen bräuchten. Jason versuchte noch eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen, aber es war zu spät. Er sagte aus, dass er hören konnte, wie die Luft, die sie einatmete, durch die Stichwunden, die man ihr zugefügt hatte, entwich. Er sagte auch aus, dass die Polizei von Saanich ihn und Oatman viel zu lange gefragt habe, anstatt sich darauf zu konzentrieren, die Gegend nach den Tätern abzusuchen und zum Beispiel Straßensperren aufzustellen. Er sagte auch, er habe mit den Ermittlern zusammengearbeitet, an einem Lügendetektortest teilgenommen und sein Telefon und seinen Laptop, den er und Lindsay gemeinsam benutzt hatten, übergeben. Jason sprach mehrmals mit der Polizei und erklärte sich bereit, in einer nachgestellten Szene mitzuwirken, wie er und Oatman Lindsay entdeckten. Eine DNA-Probe abzugeben, hat er sich aber geweigert. Bis heute. Ein bisschen erinnert dieser Fall an den Mord an Al Kite, über den ich hier auch schon auf dem Kanal ein Video gemacht habe. Der Akzent, die Immobilienbesichtigung und die sorgfältig geplante Tat weisen auf jeden Fall Parallelen auf, wobei ich nicht denke, dass die Fälle irgendwie zusammenhängen. In einem Interview mit Dateline sagte Lindsays Vater Jeff Busiek, dass Jason nach dem Mord keine äußeren Anzeichen von Trauer gezeigt habe. Sarah Busiek, Lindsays Schwester, sagte jedoch, dass sie nach dem Mord für Jason arbeitete und dass er verletzt, verwirrt und traurig war. In einem Blog-Eintrag aus dem Jahr 2012 schrieb Jeff, er habe einen Brief entdeckt, den Lindsay ihm hinterlassen habe und in dem sie Personen nannte und Dinge beschrieb, die vor ihrem Tod geschahen. Zitat: Sie schrieb, dass sie etwas gesehen hatte, was sie nicht sehen sollte. Zitat Ende, schrieb Jeff in seinem Blogpost. Obwohl kein Brief jemals öffentlich aufgetaucht ist, hat Jeff weiterhin behauptet, dass Lindsay etwas gesehen hat und verschiedene Theorien und Erklärungen präsentiert, was das denn sein könnte. In jüngster Zeit sagte Jeff, dass Lindsay ihm während eines Besuchs bei ihm in Calgary im Dezember 2007 sagte oder ihm den Eindruck vermittelte, dass sie etwas sah, das sie nicht hätte sehen sollen. Aber Lindsay wollte ihm nicht verraten, was es genau war. Lindsays Mutter Evelyn sagte dem gegenüber, Lindsay habe ihr gegenüber nie erwähnt, etwas gesehen zu haben, und auch ihren Freundinnen hat sie nie etwas erzählt. Evelyn sagte auch, sie habe sich an die Polizei gewandt, nachdem sie erfahren hatte, dass ihr Ex-Mann offenbar den Brief entdeckt hatte und von dem er behauptete, er hätte ihn den Behörden übergeben. Die Polizei habe den Brief jedoch nie erhalten. 2013 hat er dann zugegeben, dass es nie einen solchen Brief gegeben hat. In der Dateline-Folge über den Mord an Lindsay
spekulierten drei Experten der Strafverfolgungsbehörden, die nicht in Lindsays Fall involviert waren, dass Lindsay von jemandem ermordet wurde, der aus dem gleichen Geschäftsfeld kommt wie Lindsay. Die Polizei hatte zuvor öffentlich erklärt, sie habe keine Beweise für eine Verbindung zwischen Lindsays Beruf als Immobilienmaklerin und dem Mord gefunden, abgesehen von der offensichtlichen Verwendung einer Provision als Lockmittel. Da Shirley Zalo, Jason Zalo und Ryan Zalo zu dieser Zeit alle als Immobilienmakler arbeiteten, führte die Theorie der Experten offensichtlich zu der Schlussfolgerung, dass die Zalos irgendwie in den Mord verwickelt waren. Zwei Tage nach der Ausstrahlung der Dateline-Folge gab das Saanich Police Department eine Pressekonferenz, auf der bekannt gegeben wurde, dass kein Mitglied der Zalo-Familie als Person von Interesse oder als Verdächtiger in dieser Untersuchung betrachtet wird. Nachdem die Polizei den Tatort am 2. Februar 2008 abgesperrt hatte, wurde eine Hundestaffel hinzugezogen, die das Haus von außen absuchte, aber keine Spur fand. Die der Straße zugewandte Seite des Hauses wurde laut Gerichtsdokumenten nicht durchsucht, da die Ersthelfer eine Kontamination verursacht hatten. Eine Nachbarin auf der anderen Straßenseite erzählte, sie habe gesehen, wie die Polizei von Tür zu Tür ging und die Höfe der Leute mit Taschenlampen durchsuchten. Die Polizei hat sich nie öffentlich dazu geäußert, ob eine Mordwaffe gefunden wurde oder nicht, und niemand wurde jemals wegen einer Straftat im Zusammenhang mit dem Mord an Lindsay angeklagt. Die Polizei befragte auch Joe D'Souza, der das Haus verkaufte und dessen Familie die Sackgasse D'Souza Place besaß und bebaute. D'Souza sagte der Polizei, er sei von der Besichtigung am 2. Februar im Haus gewesen, habe die Türen und Fenster überprüft und sich sogar in das Hauptschlafzimmer und das Bad begeben. Er sagte, er habe nichts Ungewöhnliches gesehen. D'Souza gab seine Finger- und Fußabdrücke ab und gab der Polizei sein Einverständnis, das Haus zu betreten. Die Polizei fand nur wenige forensische Beweise am Tatort. Ein Gerichtsmediziner teilte der Polizei mit, dass nur eine Waffe für Lindsays Verletzungen verantwortlich war, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht. Am Tag nach dem Mord erhielt die Polizei einige erste Daten von Lindsays BlackBerry, darunter die Telefonnummer des Anrufers. Anhand dieser Nummer beantragten sie beim Gericht eine Herausgabeanordnung, in der sie den Mobilfunkanbieter Virgin Mobile aufforderten, die Nutzerdaten herauszugeben. Mit der Zeit fand die Polizei heraus, dass das Prepaid-Handy Ende 2007 in einem Laden in Vancouver gekauft und online aktiviert worden war. Die Angaben der Person, die das Telefon aktiviert hatte, einschließlich des Namens Paulo Rodriguez, waren laut Gerichtsdokumenten fiktiv. Die Polizei suchte den Laden auf, in dem das Telefon gekauft worden war, aber zu diesem Zeitpunkt war das Überwachungsmaterial, das den Verkauf des Telefons zeigte, nicht mehr vorhanden, da die Überwachungssysteme immer nur für eine bestimmte Zeit die Videoaufnahmen speichern. Im Internet hält sich wacker die Theorie, dass ihr Tod etwas mit einer Drogenrazzia in Calgary zu tun haben könnte. Bitte merkt euch das im Hinterkopf. Die Polizei übergab den Toshiba-Laptop, den sie von Jason Zalo erhalten habe, an die RCMP-Einheit für Computerdelikte. Der Beamte, der den Computer untersuchte, stellte fest, dass Daten im Zusammenhang mit Chat-Kommunikation vor kurzem gelöscht worden waren. Die fehlenden Daten stammten aus einem Ordner namens eigene Dateien, wo sich wiederum ein Ordner mit der Bezeichnung empfangene Daten befand. Dieser Ordner war leer. Der Beamte kam zu dem Schluss, dass es einmal Chatnachrichten gab, die aber inzwischen gelöscht wurden. Er war jedoch nicht in der Lage festzustellen, wann diese Löschung erfolgte. Ein anderer Beamter, der Lindsays Facebook-Seite untersuchte, stellte fest, dass keiner von Lindsays 700 Freunden zwischen dem 24. Januar und dem 3. Februar 2008 irgendwelche Nachrichten auf ihrer Pinnwand gepostet hatte. Der Beamte fand das sehr merkwürdig, da das halt nicht Lindsays normalem Verhaltensmuster auf Facebook entsprach. Die Polizei ist der Ansicht, dass die Nachrichten gelöscht wurden.
In Gerichtsdokumenten, die die Polizei einreichte, um Facebook zur Herausgabe bestimmter Aufzeichnungen zu zwingen, argumentierte die Polizei, dass der Erhalt von gelöschten Pinnwandnachrichten wichtige Informationen liefern könnte. Was Facebook zurückgegeben hat, ist unklar, aber die Notizen eines Polizeibeamten aus Saanich lassen vermuten, dass Lindsay oder jemand mit Zugang zu Lindsays Facebook-Konto die Nachrichten gelöscht hatte. Zuvor hatte Staff Sergeant Chris Horsley der Zeitung Times Colonist mitgeteilt, dass die Polizei Lindsays Online-Chats in den sozialen Medien untersucht habe, auch die, die sie gelöscht hat, und nichts gefunden habe, was mit einem Verbrechen oder einem möglichen Motiv zusammenhänge. Als Capital Daily Lindsays Freunde und Familie zu den fehlenden Nachrichten befragte, hatten sie keine Erklärung dafür. Und schließlich stellte die Polizei die Theorie auf, dass Lindsay fälschlicherweise als Informantin für eine Drogenrazzia gehalten worden war. Diese Theorie stützte sich auf mehrere Ereignisse, darunter Lindsays Besuch bei ihrem Vater in Calgary im Dezember 2007. Einige Wochen nach ihrem Besuch, Ende Januar 2008, führte die Polizei von Calgary eine Razzia durch und leitete damit eine einjährige Untersuchung ein, die als Operation High Noon bezeichnet wurde. Diese Ermittlungen führten zur Beschlagnahme von Drogen im Wert von 8 Millionen Dollar und wurde damals als die größte Drogenrazzia in der Geschichte Albertas bezeichnet. Es gibt aber keine Beweise dafür, dass Lindsay etwas mit der Beschlagnahmung zu tun hatte. Mehrere Quellen zufolge war sie nicht drogenabhängig und dafür bekannt, dass sie Drogen extrem abgeneigt war. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass Lindsay eine Informantin war, und die Polizei hat erklärt, es gäbe keine Beweise dafür, dass Lindsay in irgendwelche kriminellen Aktivitäten verwickelt war. Nach der Rückkehr von ihrer Reise nach Calgary besuchte Lindsay die Facebook-Seite eines Verwandten von jemandem, der an der Drogenoperation beteiligt war, und versuchte, die Person telefonisch zu kontaktieren. Die Polizei weiß aber bis heute nicht, warum sie ihn angerufen hat und warum sie auf seiner Facebook-Seite war. Im Jahr 2021 hat die Pressestelle der Polizei eine Meldung veröffentlicht, dass man nun mit neuen kriminalistischen Methoden die Spuren vom Tatort auswerten möchte. Ja, meine Lieben, und das ist der momentane Stand der Ermittlungen, und der Fall ist nach wie vor noch offen und wird vom Saanich Police Department bearbeitet. Trotz der veröffentlichten Dokumente in diesem Fall gibt es immer noch einige Seltsamkeiten, die, wie ich finde, diesen Fall nochmal verwirrender machen. Und glaubt mir, es gibt wirklich eine Fülle von Informationen zu diesem Fall, und es war wirklich mühselig, sich durch alles durchzuarbeiten und nichts zu vergessen. Ich habe ja bereits erwähnt, dass Jason Saylor und seine Mutter von der Polizei in diesem Fall nicht als Verdächtige angesehen werden. Aber es gibt andere Quellen, die anderer Auffassung sind. Und auch mir kommen die Aussagen von Jason in diesem Fall viel zu glatt gebügelt rüber. Lassen wir die Geschehnisse kurz vor der Tat und am Tattag nochmal Revue passieren. Lindsay bekommt also einen Anruf von einer mysteriösen Person mit einem seltsamen Akzent, die ein Haus für 1 Million Dollar kaufen will. Als sie deswegen verunsichert ist, bietet Jason ihr laut eigener Aussage an, die Besichtigung für sie zu übernehmen. Das konnte von niemand anderem verifiziert werden. Dann, am Tag des Mordes, trifft er sich mit Cohen Oatman in einer Autowerkstatt und wird dabei von Überwachungskameras gefilmt. Das sieht für mich so aus, als wenn jemand sagen möchte, schaut mal, ich war an einem anderen Ort, mit einer anderen Person unterwegs, um ein perfektes Alibi zu untermauern. Man könnte das Ganze wie folgt interpretieren. Jasons spätes Mittagessen mit Lindsay war der erste Schritt zur Erstellung eines Zeitplans, die den Rahmen für das perfekte Alibi bilden sollte. Der nächste Schritt des Plans war die Ankunft und Abreise in der Autowerkstatt. Cohen Oatman stellte sein Auto ab und stieg in den 2005er Range Rover von Jason ein. Und auch hier hat es den Anschein, dass er zwingend wollte, dass man sein Auto und nicht das von Cohen sehen würde. Laut den Überwachungskameras
wissen wir, dass er das Gelände um 19.29 Uhr verließ. Die nächste Phase der Planung war dann, als Jason seinen Bruder anrief, um ihn nach dem Weg zum D'Souza-Platz zu fragen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Jason noch nie auf dem D'Souza-Platz gewesen ist. Das Anwesen war jedoch seit fast einem Jahr immer wieder auf dem Markt und in den 6 Monaten vor der Tat war es bei Jasons eigenem Maklerbüro gelistet. Er müsste also wissen, wo dieses Haus stand. Jason ist um 19.45 Uhr am D'Souza-Platz angekommen und der Zeuge, Cohen Oatmeal, saß auf dem Beifahrersitz. Jason Salo hat eine Reihe von Freunden, die er hätte bitten können, ihn an diesem Abend zu begleiten, aber er entschied sich für Cohen Oatman. Aber warum gerade ihn? Freunde aus dem nahen Umfeld von Oatman haben angegeben, dass er unbedingt Teil von Jason Salos Entourage sein wollte und quasi alles dafür tun würde. Die beiden kannten sich zum einen aus dem Immobiliengeschäft und zum anderen vom Eishockey. Die Freunde haben ausgesagt, Jason und seine Clique hielten Cohen für ein Weichei, das nichts anderes tat, als sich zu beschweren. Sie wollten mit ihm nicht wirklich etwas zu tun haben. Wenn das stimmt, da kann man sich vielleicht denken, warum Jason Cohen Oatmeal als sein Alibi-Zeugen ausgewählt hat. Er wusste, dass er sich ein Bein ausreißen würde, um ihm zu gefallen und ihn später bei Bedarf unterstützen würde. Wenn dem so wäre, dann wäre Cohen auch die einzige Person, die anwesend gewesen ist, als Jason seinen Bruder aus dem Auto anrief und sagen könnte, worum es bei diesem Gespräch wirklich ging. Doch bis heute hat er keine Aussage diesbezüglich gemacht. Mehr noch, Cohen hat noch bis zum Jahr 2019 für Jason Salos Maklerfirma gearbeitet. Aber gehen wir mal chronologisch weiter. Einige Zeit später trifft Jason an dem Ort ein, gerade als die Täter flüchten, nur um dann, einige Zeit später, Lindsays Leiche zu finden und die Polizei zu alarmieren. Natürlich kann Jason sie nicht umgebracht haben, da er ja nachweislich an einem anderen Ort war. Aber einiges hat einfach einen faden Beigeschmack. Und noch etwas ist seltsam. Jason tauchte am Morgen, als er das Polizeirevier verließ, im Haus von Lindsays Mutter auf und einige von Lindsays Freunden waren bereits dort, als er ankam. Danach ist unklar, wo er sich an diesem Tag aufhielt, außer dass er um 22 Uhr seinen Freund Christopher Schwartz besuchte, um mit ihm etwas draußen auf dem Balkon 20 Minuten zu besprechen. Schwartz war ein bekannter Kleinkrimineller, der auch mit einem Drogendealer namens Zachary Scott, genannt Ziggy Matheson, in Verbindung stand. Was hatte Jason mit solchen zwielichtigen Typen zu tun? Er gab an, so gut wie möglich mit der Polizei zusammenzuarbeiten, weigerte sich aber bis heute, seine DNA zur Verfügung zu stellen. Das kann zwei Gründe haben. Erstens, er hat Angst, sich dadurch so zu belasten, dass er zum Hauptverdächtigen wird. Oder zweitens, er hat Angst, dass er dadurch zum Beispiel mit etwas anderem in Verbindung gebracht wird, von dem die Polizei noch nichts weiß. Und dann wäre da noch Shirley Salo, Jasons Mutter. Ihr erinnert euch, wie ich gesagt habe, dass wir uns merken müssen, dass Shirley bei den beiden zu Hause war und angeblich mitbekommen hat, wie Lindsay mit dem ominösen Klienten telefoniert hat. Eine von Lindsays Freunden hat Wochen nach dem Mord mitten in der Nacht angeblich einen Anruf bekommen. Besagte Freundin hat es nicht mehr geschafft, den Anruf anzunehmen und hat versucht, die Nummer zurückzurufen. Angeblich hat sie es 20 bis 30 Mal versucht, bis jemand ans Telefon ging. Gemeldet hat sich eine Frau, die einen spanischen Akzent hatte. Es war Shirley Salo, Jasons Mutter. Also warum sollte Jasons Mutter mit einem vorgetäuschten Akzent eine Freundin von Lindsay mitten in der Nacht anrufen? Nun, das weiß niemand. Der besagte Anruf wurde meines Wissens nach nie behördlich verfolgt oder zumindest nicht, dass die Öffentlichkeit etwas davon mitbekommen hat. Und da gibt es noch einige andere Sachen.
Angeblich hatten Shirley und Lindsay eine sehr schlechte Beziehung zueinander und Lindsay hatte bei ihr das Gefühl, dass sie sie kontrollieren wollte. Ziggy Matheson, über den wir eben gesprochen hatten, wohnte in einer Immobilie, die Shirley Zelo gehörte. Auch hier haben wir wieder irgendwie eine Verbindung in das Drogenmilieu. All diese kleinen Punkte scheinen, wenn man versucht, sie zu verbinden, noch kein klares Bild zu ergeben, in der ganzen Fülle an Informationen, die man über diesen Fall findet. Weswegen ich den Bogen zu etwas anderem schlagen möchte, das auch die Polizei für am wahrscheinlichsten hält, um dann sozusagen daraus ein Gesamtbild zu machen. Ihr Tod hatte etwas mit dem Drogenmilieu zu tun. Wir springen in das Jahr 2007. Am 15. Dezember des besagten Jahres hat Lindsay ihren Vater in Calgary besucht. Nun, etwa zur gleichen Zeit fand in Calgary, wie wir wissen, eine Polizeioperation namens Operation High Noon statt, bei der ein Drogenring gesprengt werden sollte. Und die Polizei war damit ziemlich erfolgreich. Der Sprecher der Polizei von Calgary, Sergeant Cave Gabb, gab folgendes Statement. Zitat: Über einen Zeitraum von mehreren Monaten sollen diese Personen eine Reihe von Fahrzeugen mit versteckten Fächern benutzt haben, um Drogen zwischen den Provinzen zu transportieren. Während des Transports gelang es der Polizei, diese Fahrzeuge zu stoppen und weitere 13 Kilo Kokain zu beschlagnahmen. Insgesamt wurden zwischen Januar und Dezember 2008 80 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Darüber hinaus vollstreckte die Polizei zahlreiche Durchsuchungsbefehle und stellte die Verpackungen für weitere 20 Kilogramm Kokain sicher. Das zeigt, wie raffiniert die Gruppe vorgeht, wenn sie mehr als 100 Kilo dieser Droge transportiert. Zitat Ende. Die Operation High Noon begann etwa zur gleichen Zeit, als das im Mordfall Lindsay Busiek verwendete Telefon gekauft wurde. Die Polizei von Victoria war zusammen mit anderen Dienststellen ebenfalls an den Ermittlungen beteiligt. Das verwendete Telefon wurde nur 24 Stunden vor ihrer Ermordung aktiviert und wurde 24 Stunden vor ihrer Ermordung auf die Insel gebracht. Im Dezember 2007, als Lindsay ihren Vater in Calgary besuchte, traf sie sich auch mit alten Freunden, die sie seit ihrer Kindheit kannte. Einen Monat später wurde einer dieser Männer im Zusammenhang mit der Operation High Noon verhaftet. Wir springen einen Monat zurück, November 2007. Eine unbekannte Frau rief bei der Polizei von Calgary an und machte sich auf eine Drogenlieferung aufmerksam, die auf dem Weg von Victoria nach Calgary war und gab damit den Startschuss für die Operation High Noon. Wer auch immer den Anruf bei der Polizei von Calgary Ende November 2007 getätigt hat, tat dies aus einem der zwei Gründe. Erstens, es war ein ehrlicher, gesetzestreuer Bürger, der wusste, dass es richtig war, diesen Anruf zu tätigen. Oder zweitens, er war ein Konkurrent, der wusste, dass sein eigenes Geschäft dadurch florieren würde. Bei der genannten Sprengung eines Drogenrings wurde auch ein Mann namens Erickson Lopez del Alcazar verhaftet, der eine bekannte und respektierte Größe in der Drogenszene Calgarys war und immer noch ist und der Verbindungen zu mexikanischen Kartellen hält. Wie wir wissen, beschlagnahmte die Polizei hier Drogen im Wert von etwa 8 Millionen Dollar. Und 8 Millionen Dollar können definitiv ein Grund sein, jemanden zu töten. Im Januar 2008 hat die Informantin bei der Polizei von Calgary nochmal einen Anruf getätigt, um ihnen mitzuteilen, dass sie die Hauptladung der Drogen verpasst hatten und dass sie sich in irgendeinem Safe befinden. Diese Frau wollte unbedingt, dass Erickson del Alcazar gefasst wird. Bis heute ist nicht genau geklärt worden, wer diese Frau wirklich ist, aber sie muss Teil der Del Alcazar-Bande gewesen sein, um diese Insider-Information zu haben. Was man aber mittlerweile weiß, ist, dass die Informantin, die im November 2007 bei der Polizei von Calgary angerufen hat, um über die Drogenlieferung zu informieren, eine Frau war, die im Büro von Remax Camerson arbeitete,
der Immobilienfirma von Shirley Zalo. Eine Frau namens Rien arbeitete zur damaligen Zeit in dem Büro als Empfangsdame. Sie war eine von Lindsays besten Freundinnen und sie sprach fließend Spanisch. Rien war zum Zeitpunkt des Mordes mit Vid Acevedo zusammen, der ebenfalls bei der Operation High Noon festgenommen wurde, und sie war die Trauzeugin bei der Hochzeit von Vid Acevedos Schwester. Sergeant Chris Horsley sagte in einer Presseerklärung, dass nach der Verhaftung der Leute mitten in der Nacht Leute aus ihren Betten geweckt wurden und man gefragt hat, mit wem sie gesprochen hätten. Das würde bedeuten, dass die Leute, die ihr Geld bei der Verhaftung in Calgary verloren hatten, auf Rache aus waren und herausfinden wollten, wer die Person war, die sie verpfiffen hat. Was wäre, wenn irgendjemand Rien gleich nach der Verhaftung ihres Freundes Vid Acevedo in Calgary erzählt hätte, dass zum Beispiel Lindsay die Informantin war, in der Hoffnung, dass Rien mit dieser Information zu Vid Acevedo zurückkehren würde? Rien weigert sich aber bis heute, mit der Polizei zu sprechen. Jemand hat Lindsay dann in dieser Nacht zum D'Souza-Haus gelockt, um sie als eine Art Bauernopfer töten zu lassen. So langsam setzen sich die kleinen Punkte zu einem immer klarer werdenden Gesamtbild zusammen. Ich denke, die Behauptung, dass die Zalos mit zwielichtigen Typen verkehren, ist nicht sehr weit hergeholt. Jason und Ryan Zalo waren und sind es immer noch mit Ziggy Matheson befreundet, der zur damaligen Zeit in einer Wohnung, in der Shirley Zalo als Besitzerin eingetragen war, wohnte. Er konnte seine Miete immer nur in bar bezahlen, da er entweder mit Drogen handelte oder nebenbei Pitbulls züchtete. Also muss zumindest einer der drei gewusst haben, was er wirklich macht. Rien Garcia, die in der Immobilienfirma der Zalos arbeitete, war mit Vid Acevedo zusammen, einem Teil der Del Alcazar-Bande. Das sind zu viele Zufälle, meiner Meinung nach. Vermutlich ist Lindsay irgendwie in diesem Sumpf aus Drogen- und Immobiliengeschäften irgendwie zwischen die Fronten geraten und wurde dann als vermeintliche Informantin umgebracht, um die Rachegelüste der Del Alcazar-Bande irgendwie zu stillen. Wer sie als vermeintliche Informantin verraten hat, ist nicht bekannt. Ich denke auch nicht, dass die Zalos direkt etwas mit ihrem Mord zu tun haben, aber dass sie definitiv wissen, wer es getan hat bzw. wer ihren Mord in Auftrag gegeben hat. Dafür spricht, dass Jason am Tag nach dem Mord um 22 Uhr zu Christopher Schwartz fuhr, um mit ihm etwas unter vier Augen zu besprechen. Und Christopher Schwartz hatte Kontakt mit Ziggy Matheson und dieser wiederum hatte Kontakt zur Del Alcazar-Bande. Und hier auch wieder, das sind zu viele Zufälle. Der Grund, warum dieser Mord immer noch nicht aufgeklärt ist, ist einfach. Es handelt sich um eine Tat aus dem Drogenmilieu und Leute aus diesem Milieu sprechen naturgemäß ungern mit den Behörden. Ich denke schon, dass die Polizei konkrete Verdächtige hat, kann aber natürlich keine Verhaftung machen, weil sie einfach zu wenig Beweise haben. Dass die Zalos Stillschweigen darüber bewahren, rührt daher, dass sie entweder Angst haben, sich selbst zu belasten, oder Angst haben vor der Rache der Drogenkartelle. Es war auf jeden Fall eine Heidenarbeit, sich durch all diese Informationen zu wühlen und diese ganzen Beziehungsgeflechte irgendwie zu entwirren und sie dann irgendwie logisch wieder zusammenzuführen. Zu diesem Fall kursieren auch eine Menge falsche Informationen im Internet. Lindsays Vater Jeff hält nach wie vor die Zalos und vor allem Shirley Zalo für die Drahtzieherin in diesem Verbrechen und hat sich mit ihr eine öffentliche Schlammschlacht geliefert, die dann auch vor Gericht endete. Und ein wenig kann ich natürlich auch verstehen, ihm wurde seine Tochter auf eine wirklich sehr grausame Art und Weise genommen und er ist frustriert und wütend darüber, dass die Ermittlungen einfach nicht voranschreiten. Ich meine, die Verdächtigen liegen quasi auf dem Präsentierteller, man kann aber halt einfach nichts machen, weil keine Beweise vorhanden sind.
Es gibt einen sehr beliebten True Crime Podcast namens Case File, der über diesen Fall einen Podcast veröffentlicht hat und dafür auch mit Jeff Buziak zusammengearbeitet hat. Laut Capital Daily, die den Mailverkehr zwischen Jeff und dem Herausgeber des Podcasts namens Brad ausgewertet haben, hat Jeff sie dazu genötigt, so sensationalistisch wie möglich darüber zu berichten und sie unter Druck gesetzt, zum Beispiel zu sagen, dass sie bei der Anzahl der Messerstiche übertreiben sollten. Und auch auf dem Online-Blog lindseybusiakmurder.com hat er zwei seiner Administratoren mit falschen Informationen versorgt und Shirley öffentlich des Mordes an Lindsay beschuldigt, weswegen sie dann auch dagegen gerichtlich vorgegangen ist. Und das Problem an der Sache ist, dass dann andere Podcaster oder YouTuber diese verfälschten Informationen wiederum verbreitet haben und so weiter. Und ich musste immer aufpassen, okay, wo kommt diese Information jetzt her und wie seriös ist das Ganze? Andererseits kann ich Jeff natürlich irgendwie verstehen, aber andererseits ist natürlich das, was er macht, einfach nicht rechtens. Und es gilt nach wie vor, auch in Kanada, die Unschuldsvermutung, auch wenn ich denke, dass die Zelos sehr viel mehr wissen, als sie wirklich zugeben. Ja, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall eine Riesenarbeit, sich durch diese ganzen Informationen irgendwie ein klares Bild zu verschaffen, um nicht irgendwie selber Falschinformationen zu verbreiten. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mich ja mit einem Like belohnen und den YouTube-Algorithmus mit Kommentaren füttern, denn das mag er nämlich ganz besonders. Das würde natürlich mir helfen, dass dieses Video von mehr Leuten gesehen wird und natürlich, dass mein Kanal auch mehr Reichweite bekommt. Ihr könnt mir ja schreiben, was ihr so zu diesem Fall haltet. Ich denke, dass der Fall bald gelöst wird, und zwar einfach, weil es gewisse Leute gibt, die mehr über diesen Fall wissen, als sie zugeben möchten, und irgendwann wird irgendjemand irgendeine Aussage machen bei der Polizei, um zum Beispiel sein Strafmaß zu verringern oder irgendeinen Konkurrenten auszuschalten oder. Und ich denke, so eine Aussage ist quasi das letzte Puzzlestück, was den Ermittlern in ihrer Ermittlung zu diesem Mordfall fehlt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir hören uns im nächsten Video, meine Lieben.